Einen wunderschönen Hallöchen, einen Tutorial zu Minecraft oder beziehungsweise, ihr habt es im Titel schon gelesen, darum geht heute auch, und zwar geht es um den ersten Tag in Minecraft. Was muss ich machen? Ich erkläre dazu auch alles jetzt. Wir spielen natürlich mit Shader, ganz entspannt. Ihr müsst nicht Shader spielen, Shader haben auf Auswirkungen keine große Rolle. Am Anfang des ersten Tages machst du folgendes: Du suchst dir einen Baum, wenn du keinen Baum hast. Dann suchst du dir schnell einen Baum. Bäume sind, findet man überall in Minecraft. Ich spiele auch ohne Mods, um das hier zu zeigen, demonstrieren. Weil meistens auch ohne Mods hast du halt genau dieselben Startbedingungen. Du startest irgendwo, du erstellst ein Spiel, stellst alles ein, was du benötigst. Ich würde immer, meiner Meinung nach, mit Cheats an, wenn doch mal was Unvorhergesehenes passieren sollte. So, erstens machst du Holz. Das ist das Wichtigste. Dann teilst du das Holz und machst hier Stöcker. Als nächstes machst du dir das hier. Dann eine Workbench. Dann baust du diese Workbench, wo du möchtest. Ich habe hier zum Beispiel das Glück. Ich habe das Glück hier gleich, ja, am Wald zu spawnen. Du kannst natürlich auch Pech haben, du hast keinen Wald. Du tust natürlich dann, was super wichtig ist, das hier machen. Also Gras wegmachen. Damit du ja Essen hast. Und dann suchst du dir eine Wasserstelle. Das machen wir aber gleich. Mindestens so viel wie möglich. Also ich würde immer so 20, 30 Dinger sammeln. So, das müsste erstmal reichen. Das reicht. 10 müssten reichen. Gott. So, was machst du jetzt? Du brauchst ja Holz. Am Anfang solltest du dir erstmal nur eine Axt machen. Die Axt geht so, ganz normal. Und dann eine Schaufel. Die kannst du auch machen. Ich mache es immer so, dass ich mein Zeug mir hier her tue. Meistens immer so. Das mache ich dann so. Jetzt brauchen wir noch weiteres Holz. Dann nehmen wir irgendein Holz, einen weiteren Baum, egal was du für Holz nimmst. Erst einmal, das ist mir am Anfang ziemlich egal, was du am Anfang nehmen solltest. Ich bin immer der Meinung nach, dass du halt das nehmen solltest. So. Das nächste, wieder dasselbe nochmal. Jetzt brauchen wir noch was anderes. Und zwar, du wirst es bestimmt schon erahnt haben, ein Schwert. Das sollte man sich immer machen. So sollte man immer ausgerüstet sein. Und jetzt was anderes, wichtiges halt. Das ging dann so. Ja, wie nennt sich das? Das ist eine Holzhacke. Das hier nimmst du wieder mit. Brauchen wir ja nicht. Du kannst das jetzt schlagen. Ich würde es gleich. Die Kuh hat eine Macke, aber völlig. Die dreht richtig durch. Das solltest du mitnehmen. Ist immer gut. Grund dafür: Notfallreserven. So, wir suchen mal schnell Wasser. Meistens ist Wasser überall. Wenn du Kühe findest, schlag ein paar Kühe. Besser wären noch Pilze. Pilze sag ich schon. Ein paar, besser wären noch, wie nennt sich denn das? Schafe. Schafe ist natürlich schwierig zu finden. Aber man sollte sie auch finden. Das nächste, was du machen solltest, und es ist super wichtig, ist Wasserstelle finden. Wasserstellen sind meistens auf flachem Land oder. Wir haben zum Beispiel super Glück, eine Höhle schon, sollte man vielleicht hier bleiben. Höhlen kann man bleiben, kann man auch, meistens sind auch an Höhlen Wasserstellen und in dem Fall haben wir eine Wasserstelle. Wir haben natürlich noch keinen Eimer, aber nichtsdestotrotz, wir werden uns die Wasserstelle jetzt ein bisschen herrichten. Und dazu werden wir ein bisschen tiefer machen. Das braucht jetzt auch nicht schön aussehen, es geht dann nur ums Zweckmäßigkeit. Wir müssen das sogar noch tiefer machen. Es ist natürlich keine gute Wasserstelle jetzt, aber weil du viel graben musst, aber das ist egal. Es ist ja Wurst erstmal. Das kannst du ja im späteren Verlauf dann machen. Wir machen noch den Baum weg, der stört mich. Für den kriegt man jetzt komplett weg. Dann machen wir noch was anderes Tolles. So. So. Okay, den kriegt man nicht. Kriegt man den noch weg? Ja, den kriegt man sogar noch weg. Nice. So. Bup. So. Was sollte man jetzt tun? Jetzt könnte man, wie ich in dem Fall, haben wir Erde gesammelt. Das sollte man machen. Und jetzt mach dich immer so. Halt. Lange Rede, kurzer Sinn. Du könntest jetzt hier alles weggraben. Dauert viel zu lange. Machen wir nicht. Wir machen das so. Du wirst gleich sehen, was ich hier vorhabe. Den machen wir auch noch weg. Den Baum ist jetzt mal jetzt egal. Das kannst du später machen. So. So. So, mehr haben wir erstmal nicht. Blöcke, haben wir noch einen. Gut.
Da können wir den noch weggraben. Können wir noch ein bisschen weggraben, ein bisschen Licht zu bekommen. So. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir das hier. Da kannst du ruhig deine Samen, die du jetzt gesammelt hast, setzt du jetzt hier ein. Das ist super wichtig. Die können in der Ruhe wachsen. Um mehr Samen, solltest du das Feld natürlich auch merken. Ich empfehle immer, was ich immer mache, ist Holzblöcke zu setzen. Ringsherum. Die Farbe muss natürlich, ja natürlich bin ich runtergefallen. Hallo? Man muss natürlich dann aufpassen, dass man dann auch... Wie es da ist, die Höhle, also werden wir hier so einen großen große Säule machen. Da können wir ruhig alles machen, verbauen. Ist egal, wir haben ja genug Essen. Die nehmen wir mit. Als nächstes, was machen wir jetzt als nächstes? Haben wir noch ein bisschen Holz. So, was machen wir jetzt? Wir werden dieses Holz jetzt verarbeiten zu einer weiteren Spitzhacke. Und zwar packen wir die Spitzhacke jetzt ein Stückchen weiter weg. Und packen uns die Spitzhacke hier vorne hin. Diese Sachen, wie ich sie habe, solltest du vielleicht auch in der Reihenfolge machen. Ich mache es immer noch so. Die Spitzhacke da und die Schaufel zum Schluss. Schaufel braucht man nicht so nötig. Als nächstes suchst du dir eine Höhle. Wir haben eine Höhle schon gefunden. Brauchen natürlich, ihr seht, wir brauchen schon Essen. Das Gute an dieser Höhle ist, wir haben schon eine Höhle. Und was machen wir jetzt? Jetzt machen wir unser Haus. Du kannst Höhlen verwenden oder dich in Sand graben. Ich bin immer der Meinung, Steine in Höhlen oder Häuser in Höhlen zu bauen, ist besser als eher anderswo. Die Hacks braucht man nicht mehr. Wir haben genügend gesammelt und wir machen die hierher. Du solltest dir natürlich die Merkwege, wo du was baust, immer gut merken, wenn du noch keine Mods hast. Mods könntest du installieren. Ich empfehle Optifine oder andere Mods, die dir Karten anzeigen. So. Jetzt haben wir natürlich schon mal das hier. Als nächstes ist da drüben Kohle. Kohle sollst du auffinden. Da drüben ist ein Zombie, den können wir uns später. Erstmal machen wir das hier. Du solltest vielleicht bauen ein größeres von vielleicht 4x4. Und die Höhe kannst du, wie du möchtest, 2. Ich würde immer am Anfang 2 machen. Ist besser und es geht schneller. Du brauchst ja nur einen Schlafplatz. So. Als nächstes solltest du weitere Möglichkeiten in Betracht ziehen, und zwar das Haus größer zu machen. Du kannst auch nachts arbeiten, empfehlen würde ich aber nicht, nachts zu arbeiten draußen, sondern in einem Haus oder in deiner Baracke, wie man es immer nennen mag. Wir wollen es ja ein bisschen schön haben, also machen wir das noch weg. Musst du nicht machen, ist nicht nötig. Als nächstes, wenn das Haus fertig ist, wir machen die Mauer noch raus, solltest du dir eine Tür craften. Logischerweise, Türen sind ziemlich wichtig, wenn du pennen willst. Und es ist schlecht, wenn Leute in dein Haus kommen. Das solltest du auch machen. Also, machen wir uns eine Tür. Wir haben natürlich noch ein bisschen Holz dabei und die Tür geht so. In Minecraft gibt es sogar die neue Funktion, dass du halt, ja, 3 Türen bekommst. Früher waren es immer nur 2 Türen. Zumachen, perfekt. Workbench kannst du reinlegen. Und dieser Zombie, der hier rumschlawinert, der ist natürlich aggressiv. Hat den Nachteil, wenn du Zombies hast und du willst mit den Leuten nichts zu tun haben, baue folgendes. Mache eine 3 Meter hohe Mauer und somit ist die Ruhe da. Wenn du halt nicht genügend Rohstoffe hast, mach's halt so. Es soll ja nur dazu dienen zum Schutz, damit Zombies und andere Viecher nicht durch können. Sie tun doch machen und sonstiges. Jetzt als nächstes werden wir uns Kohle besorgen. Das solltest du auch finden. Kohle ist super wichtig und findet man fast überall. Am besten sind Höhlen dafür geeignet, für Kohle zu finden. Im nächsten Schritt, was du auch noch machen solltest, ist alles Kohle abzubauen. Es ist super wichtig, Kohle am Anfang zu haben und die erste Nacht zu überleben, weil es wird nämlich gleich dunkel. Wir haben leider noch kein Bett. Wäre natürlich toll, wenn du Schafe finden würdest in der Zeit. Wenn nicht, wie bei mir dem Fall, auch nicht schlimm. Wir werden dann andere Sachen machen in der Nacht. Auf jeden Fall ist das die erste Möglichkeit, die du da machen kannst. Du hast jetzt genug Kohle gesammelt und auch noch andere Steine gesammelt. Die zum Beispiel. Dazu machen wir folgendes. Wir machen aus der Kohle Blöcke. So. Beziehungsweise Fackeln. 2 Fackeln würde ich immer hier vorne dran machen. Sieht besser aus und ist besserer Schutz. Denk dran, leuchte dein Haus aus. Und zwar
mit so